ambitious girl. You're just small time. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. Place on the edge of the red light district where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. Erste Mission. Gib mir Liberty. Das ist der Einstieg in GTA 3. Ein Spiel, das absolut wahnsinnig ist. Aber es ist ziemlich geradlinig. Man fährt einfach nur von A nach B. Man lernt das erste Mal die Steuerung kennen. In mittlerweile natürlich denkt man sich, ja, was soll's, aber vor, keine Ahnung, über 20 Jahren. War's schon Wahnsinn. Da fährst du einfach plötzlich in eine 3D-Welt und kannst machen, was du willst. Aber gut, wie gesagt, man fährt das erste Mal zu seinem neuen Unterschlupf. Was dem Claude sehr gelegen kommt, da wird man von der Catalina und ihrem Partner verraten. Man hätte sterben können, man hat's überlebt, ist wenigstens im Gefängnis. Sitzt auf dem Transporter Richtung Gefängnis oder wo auch immer hin. Und dann gibt es aber einen Überfall auf den Transporter. Nur um jemand anders zu retten, aber dann nutzt man natürlich die Gunst der Stunde. Und der erste Hinweis, man kann in seinem Unterschlupf das Spiel speichern. Da gibt es auch noch eine Garage dazu, wo man seine Autos reinstellen kann. Willkommen in Liberty City. Genau. Und der gute 8-Ball, der zufällig auch mit drin sitzt, aber aus irgendeinem Grund sind seine Hände ziemlich kaputt. Deswegen muss man für ihn fahren. Aber dafür darf man gleich den Luigi kennenlernen, fährt dahin und joa. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Eightball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here.
Und dann gibt es ja auch gleich die erste Mission, Luigi's Girls. Man besorgt sich ein Fahrzeug, das zufällig einfach noch vor der Haustür steht, weil man vorhin erst angekommen ist, und soll Misty abholen. Man fährt zum Krankenhaus und fragt mich nicht, warum Misty beim Krankenhaus war. Keine Ahnung, was ihr zugestoßen ist. Aber es sind eigentlich zwei anständige Einführungsmissionen. Also vor 20 Jahren war es natürlich bahnbrechend. Du kannst in der 3D-Welt durch die Gegend fahren. Da machst du gar nichts. Dann kommt Misty eingestiegen. Sie ist in der Tat Misty und da muss man sie nur noch zurück zu Luigi's Club bringen. Und dann war es das auch schon. Damit willkommen nochmal in Liberty City. GTA 3, also ein Wahnsinnsspiel. Ich meine, hey, jetzt heutzutage ist es nichts Besonderes mehr, aber wenn man zurückblickt, ist es unglaublich. Aber die ersten Einführungsmissionen, die sind jetzt nicht so schwer, aber hey Mann, das war's. Mission erfüllt, $1500.